Hey Leute, willkommen zurück zu Resident Evil. Alles klar, die Pflanze ist futsch und ich habe schon gesehen, hier ist was in den Kamin gefallen. Was wollen wir wetten, dass das der Helmschlüssel sein kann? Ja, ich schätze mal, oder? Und? Ja, ein Helm ist darin eingraviert. Sehr gut, der sieht zwar ein bisschen blutig aus, aber das soll mich nicht stören. Ich will ihn nur zum Aufschließen von Türen benutzen und zu sonst nichts. Aber irgendwie war das jetzt leichter, als ich angenommen hätte, dieser Kampf. Moment, ich schau mal kurz. Tatsächlich, der ist leider leer, der Raum. Ich habe eigentlich gedacht, das wird schwerer. Ich habe zwar fast meine ganze Muni reingeballert. Ja, was ich sehr, sehr, sehr blöd finde, muss ich sagen. Aber gut, ich habe noch meine Magnum, ich habe noch meine Selbstmörderpistole mit einem Schuss. Oh, Rebecca. Oh, you scared me. Was machst du denn hier? You okay? Yeah, it's dead. Ja, und Richard. But Richard, he's gone. Oh. Sagte, er wurde gegessen. I'm sorry. It's my fault. I should have watched out for him. I found a pharmaceutical room. I think I can come up with something useful. I'll be there. I'm glad you're still okay. Wie die halt immer hier durchrennt, ohne dass sie irgendwelche großartigen Verteidigungsmittel hat. Die hat wahrscheinlich immer noch ihre Knarre mit 15 Schuss drin und mehr nicht. Naja. Aber gut, dass Rebecca nichts passiert, wäre auch blöd, wenn ich mir um die noch Sorgen machen müsste. Wobei ich ja eigentlich, ja, sage ich jetzt mal nichts zu. Nee, also ich werde definitiv... Huh? Jetzt kommt das, genau. Oscar? Chris, you're alive. My words exactly. Where's Jill? Thought you were with her. Yeah, I know. We got separated. I see. Anyway, we better find a way out of here before we turn into zombie food. Got any suggestions, Wesker? We should get a better grip on the situation. There must be areas still to be explored in that other mansion. Chris, I want you to check them out one more time. I'll continue my investigation here. Sure thing. Allein diese Musik ist schon gruselig. Oh, guck mal. Platsch. Kommt die auch noch. Und? Platsch. Oh, schön. Oh, das platscht so schön. Ja. Ja, komisch, dass man da die Option hat, die Pflanze eben nicht zu zerstören, die Wurzel. Und alleine das hat mir damals zumindest schon so ein bisschen die Information gegeben, dass Wesker nicht so ganz koscher ist, wenn da bei ihm so eine komische Musik kommt. Ja, und jetzt können wir übrigens auch hier drüber laufen. Jetzt haben wir keine Angst mehr. Oder brauchen wir keine Angst mehr zu haben, dass da noch Pflanzen rauskommen und nach uns hauen. Nein, die Pflanze ist kaputt. Aber ich weiß, früher war das eigentlich so, wenn man die Pflanze das erste Mal abgeschossen hatte, dann hat sie alle Tentakeln eingezogen. Dann kam sie aber wieder raus und hat angefangen, einen auszusaugen. Dann musste ich mit Rebecca in dieses Räumchen gehen und die Medizin zusammenbrauen. Also dieses V-Jolt, dass die Pflanze zerstört werden konnte. Ich weiß halt echt nicht, für was diese Erste-Hilfe-Dinger gut sind. Ich werde die mal austauschen gegen ein Kraut. Wie gesagt, ich habe keinen Plan. Also, ne? Ich meine, ich sag's mal so, bis ihr mir das in die Comments geschrieben habt, habe ich das Spiel wahrscheinlich schon durch. Weil... ich glaube, ich habe zu diesem Zeitpunkt jetzt noch nicht sehr viel hochgeladen. Ich weiß noch gar nicht. Naja. Nein. Erstmal nicht. Oder? Soll ich mitnehmen? Na, ich weiß nicht. Ich glaube, die Schrotflinte ist mal ausreichend. Wenn das kommt, was ich vermute, wovor ich Angst habe so ein bisschen, dann hilft mir die Schrotflinte, glaube ich, eigentlich auch am besten. Und die Magnum... ich weiß nicht, für was ich die dann verwenden werde, aber auf jeden Fall für was Gutes. Für einen schönen, fetten Gegner dann. Na, gucken wir mal. So, ich gehe... Achso, hätte ich speichern sollen? Ach nee, komm. Das passt schon. Das passt. Oder doch, mache ich doch. Ich gehe nämlich jetzt noch hin. Hol mir noch die Kräuter. Die mische ich mal. So. Ja, tut mir leid, habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Aber ich möchte gerne alles mitnehmen, wie schon erwähnt. Ja, alles grün. Green Light. So.
ja, jetzt muss ich halt nochmal da rein, nochmal in die Kiste, nochmal das Farbband rausnehmen, speichern, wieder reinlegen, bla 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 bla. Aber das kriegen wir schon hin. Das ist verschmerzbar. So, das legen wir rein, nehmen uns dafür die gemischten Kräuter, das legen wir auch mit rein. Und wo ist das blöde Farbband? Zack. Muss ich sparsam sein? Habe ich schon langsam so Anlass zur Sorge? Ich weiß es nicht. Aber ich denke mal, die Farbbänder sollten reichen, weil es wird bestimmt nochmal was geben. Ich denke mal, ich bin jetzt auch schon ein ganzes Stück weiter. Also die Hälfte habe ich bestimmt schon, oder? Ich weiß gar nicht, wie lange ging das denn noch im ersten Teil damals? Ich habe... Ja, kann es gar nicht so einschätzen, wie weit das jetzt ist hier. Aber es müsste schon ein ganzes Stück vorangekommen sein. Na gut. Ich will ja nicht darauf hinarbeiten, dass es recht schnell vorbei ist, sondern... Ja, hinziehen kann man es auch schlecht. Dann müsste ich einfach nur im Kreis laufen und viel Mist reden. Was ich aber eh schon tue, von daher... So. Alles klar. Jetzt endlich, Leute, können wir zurück ins Herrenhaus und die ganzen restlichen Türen aufschließen mit dem Helmschlüssel. Was wird uns dort erwarten? Das werden wir sehen. Ich bin gespannt. Denn ich weiß es nicht. So. Hier, genau. Hier stand noch eine Pflanze rum, gell? Aber es kommen gleich wieder Schlangen, deswegen sollte ich mich nicht allzu lange hier aufhalten. Lalalala, wo sind die Schlangen? Keine Schlangen. This is Brad. If you can't answer me, somehow give me a sign. Krista Brad, can you hear me? Brad! Ich muss eben beinahe spucken. Damn! Das hört sich so bescheuert an. Könnte aber auch dran liegen, dass es so ein bisschen Delay hat und so ein bisschen gezogen klingt, die Sprachausgabe. Chris Brad. Oh, so geil, ey. Ja. Okay, nee, die Kurbel brauche ich. Ich habe eben schon überlegt, ne? Hätte ich die Kurbel mitnehmen sollen. Aber ich glaube, ich muss erstmal eine Batterie finden, um den Aufzug zu aktivieren, mit dem ich dann im Endeffekt... Oh Gott. Nein, ich renn gleich durch. Lalalala, ihr tut mir nichts. Bitte, bitte, bitte. Scheiß Hunde. Hier, komm, Chris. Oh. Guck mal, die sind so doof. Dummer Hund. Naja. Nee, das war, glaube ich, im ersten auch so, oder? Da musste man eine Batterie einsetzen, um den Fahrstuhl zu heben. Die hat man aber allerdings erst im Herrenhaus gefunden. Wobei ich mich auch frage, wer hat eine Batterie, eine Autobatterie im Haus? Oh Gott. Ja, ja. Die können mich definitiv vergiften. Obwohl sie eigentlich aussehen wie die Nattern und Nattern. Ah, sind nur bedingt giftig. Alter, ist ja gut jetzt. Ja klar, jetzt bin ich... Toll, jetzt kann ich gleich mein tolles Anti-Gifting verwenden. Aber dazu gehe ich erstmal in den Safe Room. Komm, Chris. Mir geht's so schlecht, ich bin vergiftet. Blödes Vieh, hey. Warum bitte? Warum musst du das passieren? Ich weiß es nicht. Naja. Das ist jetzt sehr ärgerlich. Oh Gott, die Leute, hör auf zu jaulen hier, ihr blöden Köter. Ja, Gift. Das ist sehr semi-optimal. Na, aber ich bin ja gleich wieder in der Kiste. Und dann werde ich auf jeden Fall was dagegen tun. Oh, aber ich habe so ein bisschen Schiss. Ich weiß nämlich, dass da jetzt gleich was kommt. Und wenn mich das tötet, dann ist das sehr, sehr ärgerlich. Was? Oh. Daneben steht, glaube ich, noch das... Oh, guck mal. Ah, das ist ja schön. Lauter Dinge für Gärtner... Na, ich will nichts von den Gärtner-Dingen. Ich will hier erstmal die Blendgranate. Ja, bitte. Und, das Schrot und Heilspray. Nee, das hebe ich mir auf. Das Heilspray... Habe ich das mitgenommen damals, oder ist das jetzt verschwunden? Och, Mann. Wenn es verschwunden ist, finde ich das doof. Hey. Schützen Sie sich hiermit vor dem Ungeheuer in Ketten, das gegen Kugeln gefeit ist. Ich habe auch den Türgriff repariert, damit Sie entkommen können. Wesker. Das ist ja nett, Wesker. Ja, ja. Ja, ja. Ich weiß schon. Ich weiß es. Ihr werdet es vielleicht auch bald erfahren. Also jetzt noch nicht so bald, aber... Ja, wahrscheinlich. Ich denke mal, die Resident Evil Lore, wie man so schön sagt, die ist ja nicht gänzlich unbekannt. So, ich nehme schon mal die Schrotflinte. Der Köter hier ist auch weg. Finde ich gut. Oh, habt ihr gesehen? Da war ein Käfer auf dem Boden. Was? Hier ist noch was? Okay, lass mich mal gucken. Alles klicken, klicken, klicken.
Kann ich vielleicht das Medaillon wieder mitnehmen? Ein Wappenpass genau in die Einbuchtung. Okay. Dann muss ich das wohl wieder einstecken. Interessant. Nee, das machen wir jetzt aber auch nicht. Ach, Leute, ich habe so ein bisschen Schiss gerade. Ah, ja. Warum, werdet ihr auch gleich sehen. In Kürze. Sofort. Eine Minute. Weniger. Ja. Ich sag mal gar nichts zu. Komm gleich. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr schnell. Ja. Alter! Hunter! Hunter! Bam! Ja! Yeah. Alter, zwei Schuss? Freck, du Mistvieh! Boah, die sind so eklig. Guckt's euch an. Ich will gar nicht wissen, was das vorher war. Ich habe früher mal gedacht, das wäre so eine Art Frosch vorher. Oder irgendeine Amphibie war das. Auf jeden Fall richtig ekelhaft. Boah, Mann! Die Hunters. Es gibt nichts Schlimmeres. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Ja, ich werde nur kurz hier hingehen, was abladen. Mich heilen von dem Gift. Ach, ich finde das so dumm, dass man hier vergiftet werden kann. Okay, keiner da. Ah! Alter. Boah. Wichtig ist, immer hinter die Hunter. Oh, denn sie schlagen mich trotzdem. Oh, du Dreckvieh. Nein. Er lebt ja noch. Oh. Alter Schwede. Stirb halt bitte. Bitte stirb. Oh. Wie die halt aussehen, guckt euch an. Die sind noch gruseliger als früher. Ja, und ich bin schon orange. Ich weiß nicht, kann man von Gift sterben, oder? Also im ersten Teil ging das, glaube ich, nicht. Da ist man nur so weit vergiftet worden, bis man eben rot war. Und dann hat das Gift zwar noch gewirkt, aber man hat nicht weniger Energie dadurch. Oder ist halt gestorben im Endeffekt. Nee, das war nicht so. Aber nichtsdestotrotz, ich heile mich. Also vollständig. Ey, das ist mein... Nee, okay, ich habe noch eins, aber trotzdem. Nein, das wollte ich nicht. Okay. Oh, mir geht's wieder gut. Das ist schön, wunderbar. Und wir nehmen die Schrottmunition. Damit habe ich auch keine Schrot mehr, außer in der Waffe, die letzten. Das ist toll. Und die werde ich mir auf jeden Fall aufheben. Aber ich nehme mir, glaube ich, noch den alten... Ne, soll ich? Das ist, glaube ich, einer zu viel. Also ich wüsste jetzt nicht, dass es noch eine Tür gibt, wo ich die gebrauchen kann. Das legen wir mal ein bisschen weiter weg, das stört. So, du kommst da unten hin. Ja, Ordnung muss sein, Leute. Dann habe ich das schneller im Griff. So... Ja, toll. Selbstverteidigungswaffe. Holzpasspatrouille brauchen wir auch nicht mehr. Nee, Quatsch. So geht's schneller. Okay. In dem Gang liegt noch was. Wahrscheinlich das Wappen. Ach, wisst ihr was? Entschuldigung, ja. Soll ich jetzt nochmal zurück und mir das ganze Zeug holen? Ich glaube, das wäre gar nicht so ungeschickt, oder? Ja, komm. Dann habe ich drei Plätze frei. Dann hole ich mir erstmal das Heilspray und die Schrottmunition und dann hole ich mir noch das Wappen. Denn die Magnum will ich mir ganz zum Schluss aufheben. Ah gut, ich meine, in diesem Teil kommen nicht die allerschlimmsten Gegner, die es wirklich... Ja gut, was heißt die allerschlimmsten? Die allerschlimmsten sind in meinen Augen die Hunter, ja, ganz klar. Aber... Ja, danke schön. Danke, Wesker. Ja, es gibt Gegner, die finde ich noch ein bisschen ekelhafter. Die kommen aber erst im zweiten Teil. Die haben so... Ja, die stammen bestimmt von Fröschen ab, kann ich sagen, weil die haben so ganz schöne lange Zungen. Heißen auch so Licker, also die Lecker. Ne? Lange Zunge lecken? Ja, egal. Auf jeden Fall, die sind richtig eklig. Ich meine, da gab es einen Trick, habe ich dann rausgefunden im zweiten Teil. Man kann sie nämlich töten, ohne selbst getroffen zu werden, mit dem Messer. Das heißt, man durfte nicht schnell laufen, denn sie waren blind, haben aber ein ziemlich gutes Gehör gehabt. Man musste also immer hinter sie laufen, mit dem Messer reinpieksen. Und dann, ja, konnte man sie auf diese Weise besiegen. Hat nicht immer geklappt, aber es ging auf jeden Fall. Das fand ich ziemlich lustig. Habe ich irgendwann mal auf die Spitze getrieben und habe da so mit den Viechern rumgespielt, auch mit den Zombies. Wobei ich den zweiten Teil jetzt allgemein eigentlich schwerer fand als den ersten, muss ich sagen. Weil es gab mehr Zombies und das Gebiet an sich war auch ein bisschen verseuchter eben mit Zombies. Aber es gab auch viel mehr zu entdecken, finde ich. Vor allem am Anfang, wenn man es, glaube ich, gespielt hat, bis zum Polizeirevier, ohne was aufzusammeln. Dann gab es in dem Durchgang und am Tunnel einen Zombie. Wenn man den killte, gab es einen Schlüssel. Mit dem konnte man sich dann eine extra Waffe holen und ein extra Kostüm. Ich glaube bei Jill... Nein, bei Claire... Na doch, Jill... Nee, Claire war es. Chris' Schwester.
Da gab es dann so eine Cowboy-Pistole. Und bei Leon gab es dann irgendwie so eine... Dann hat er die Knarre anders gehalten. Na, aber das ist nur am Rand. Das geht ja um den ersten Teil. Da gab es alles noch nicht. Aber trotzdem. Ein Meilenstein der Videospielgeschichte. So. Ach, Mann, diese Türen, Leute. Es ist halt... So. Gab es dann, glaube ich, zum Glück... Ja, doch. Eigentlich gab es das überall in jedem Teil. Warum habe ich die Medaille mitgenommen? Ich denke mal, wenn ich sie aufsammeln kann, dann brauche ich sie. Ja. Und da ist ja nichts, ne? Okay. So. Ich denke mal... Ne, Moment. Yo. Die Tür da vorne. Was war da nochmal? Da war noch ein Farbband, gell? Ha. Ja. Ja, ist okay. So, ich gehe trotzdem erstmal hier lang. Ich gehe oben durch das Stockwerk, weil hier unten, da habe ich eigentlich nichts, was ich noch holen könnte, bis auf die Farbbänder. Womit sich die Frage von vorhin auch erledigt hat, weil ich mir selber die Frage gestellt habe im Schuppen, ob es überhaupt noch genug gibt, dass ich das Spiel ja beenden kann. So oft wie ich speichere und auch speichern muss natürlich. Denn, ja, ich muss ja auch manchmal die Parts beenden. Ansonsten muss ich immer so weit weiterspielen, bis ein Speicherpunkt kommt. Ihr wisst ja, wie das ist bei Resident Evil. Da gibt es ja nicht mal eben an jeder Ecke einen Speicher. Also so ein, ja, so ein Checkpoint. So, dich lege ich weg. Dich lege ich auch weg in die Kiste. Ey, diese blöden erste Hilfe. Ich muss mal online lesen, weil ich weiß genau, es werden einige in die Comments schreiben. Bin ich euch auch immer sehr dankbar für, wenn ihr mir Tipps gebt. Aber es bringt mir nichts, weil ich zu dem Zeitpunkt schon längst weiter bin und es rausgefunden habe. Aber naja. Vielleicht, oder? Ich könnte mir zumindest noch denken, wobei das jetzt für ein Resident Evil sehr, sehr komisch wäre, dass man da sozusagen, wie bei Project Zero, so eine Art Steinspiegel hat. Das heißt, wenn ich sterbe, wird das Ding aktiviert und ich werde automatisch wiederbelebt. Aber das finde ich wirklich ein bisschen doof, weil, ja, das passt gar nicht zu dem Spiel. So, jetzt muss ich kurz gucken. Wenn ich jetzt wahrscheinlich links gehe, da dieser große Raum in der Mitte, der noch frei ist quasi, dann komme ich wahrscheinlich dahin, wo ich jetzt noch nicht hin will. Ja, warum? Das kann ich euch eigentlich ja sagen. Denn die Schlange, habt ihr ja gesehen beim ersten Mal in der ersten Begegnung, die ist nicht gestorben. Die ist nur schlafen gegangen. Ja, Kinder, die Schlange ist nicht tot, die schläft nur. Aber in dem Fall stimmt's wirklich. Sie ist nur abgehauen und sie kommt wieder. Als komische... Oh Gott, hört ihr es? Da kommt was. Da kommt was. Aber es ist nur ein Zombie, glaube ich. Hoffe ich. Hoffe ich. Bitte, bitte lass es nur ein normaler Zombie sein. Den werde ich im Stand finden. Oh Gott. Oh, das ist so ein Sprinter, ne? Da werde ich eine Granate ins Maul stopfen, dem Arsch. Ja, komm her. Oh, was macht der für ein Geräusch? Kommt man jetzt? Yeah! Boah, sind die ekelhaft! Meine Fresse. Was? Die ziehen einem Lebensenergie ab, wenn sie einen packen? Ich hab denen doch direkt die Granate in die Gorjan geschoben. Oh Mann, hey! Warum sagt mir das keiner? Katze, warum sagst du mir das nicht? Hey, Katze. Okay, die putzt sich gerade. Beeindruckt sie wenig, dass ich eine Frage an sie habe. Naja. Ich sollte meine Katze mal mehr einbinden. Die gibt mir ab und zu gute Inspiration. Auch wenn sie nichts sagt. Katzen können das. Katzen sind amazing. Falls ihr das noch nicht wusstet. Okay. Spaß beiseite. Ich muss gerade überlegen. Okay, da hinten, wenn ihr unten jetzt im Stockwerk seht, neben der Eingangshalle, da ist ja auch noch... Ich glaube, da werde ich jetzt mal hingehen, oder? Da bin ich jetzt eh in der Nähe. Da ist wahrscheinlich die erste Tür jetzt, die ich öffnen werde. Mit dem Helmschlüssel. So, hier nämlich. Jetzt geht er mal, es ruckelt halt ein bisschen. So. Sie haben den Helmschlüssel verwendet. Gut. Oder beziehungsweise nicht gut, je nachdem, was da drin auf mich wartet. Auf jeden Fall. Ich weiß halt echt nicht mehr, was da jetzt war. Von früher noch. Ich glaube, so eine Art Labor, wo ich dann erst nochmal durch den. Okay. Hä? Was ist das denn? Nierchen. Oh, lecker Nierchen. Nee, ich mag keine Nierchen. Hier ist ein handgeschriebener Eintrag. Kein Datum. Es ist alles unverändert. Ich hätte nie gedacht, dass dieser Raum, den ich als reines Experiment entwarf, sich so auszahlen würde. Ich kann mich hier eine Weile sicher verbergen, denn niemand kennt das Geheimnis hinter diesem Gemälde. Nicht einmal Sir Spencer. Gemälde eines Schlosses an der Rückwand der Galerie. Okay.
Ja, auch wenn das jetzt noch ein bisschen kryptisch und undurchsichtig erscheint, Chris sagt Tschüss, wir beenden nämlich diesen Part und ich sage bis zum nächsten Mal mit Resident Evil.